Lass mich das heute machen. Ich hab sowieso frei, kann ich es auch machen. Pass lieber auf deine Zigarette auf. Sieh mal, die ist schon abgebrannt. Oh, die muss in Aschenbecher. Nicht, dass auf der Erde alles verstreut wird. Bei mir herrscht Ordnung. Das ist nicht so wie in der Junggesellenwohnung. Entschuldigung, Luzi. Hier, der Teppich ist ganz verbrannt. Sieh mal, eine ganz braune Stelle ist dort drüben. Siehst du? Da hat jemand vergessen, seine Zigarette auszumachen und die ist runtergefallen. Da musst du die Versicherung bezahlen und das will ich nicht nochmal haben. Also musst du immer schön aufpassen auf alles. Nein, du brauchst keine Angst haben. Ich gebe schon acht. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich mache meinen Zauber. Ich habe doch sowieso frei. Verstehst du das denn überhaupt? Das verstehst du doch gar nicht. Kannst du mir ja bitte erklären, wie man das so alles macht? Weißt du, ich habe zu Hause keinen Staubsauger, ich habe so junggeselle Wohnung und ich habe zu Hause keinen Staubsauger, weißt du? Na schön, dann werde ich das erklären. Komm. Sieh mal, dieser Teil ist zum Klopfen der Teppich hier. Hier wird eingeschaltet und hier wird ausgeschaltet. Dann kommt der zweite Teil, nimmst du diesen ab. Zum Bürsten der Teppiche ist diese Bürste vorgesehen. So ulkig, was kenne ich ja gar nicht. Und das toll, finde ich das. Ich höre, die bewegt in den Ansagen. Das finde ich einfach toll, finde ich richtig toll, finde ich das, Luzi. Ja, aber da musst du aufpassen, dass die Bürste genau auf den Teppich zu liegen kommt. Ja, ja. Also nicht nur so von oben bis hier, ne? Wie das meistens die Männer machen, sondern hier so schön, dass die ganze Bürste auf dem Teppich liegt. Siehst du? Ja, ja, sehe es. Ich komme nachher kontrollieren, ob gut gemacht ist. Natürlich macht das schon, aber ich nehme alles ganz genau, ja, so, weißt du. Und dann kommt der andere Teil. Für die Polstermöbel, siehst du? Hier wird dies wieder aufgesteckt. Hübsch aus, nicht? So was habe ich noch gar nicht gesehen. Was macht man damit? Ach, wie machst du das mit Polstermöbel? Ich will dir das ganz genau zeigen. Dieser Teil wird hier in die Rillen eingeführt und all die Ritzen der Polstermöbel. Das finde ich ja praktisch, finde ich. Das ist ja toll. So was habe ich gar nicht. Das ist ja einfach. Das ist ja toll, finde ich das. Dieser Teil ist für den Boden. So, bitteschön. Das kannst du machen. Das habe ich dir alles erklärt. Hast du verstanden? Oh ja, natürlich, gerne. Immer hier, die Kissen, die müssen genau auf demselben Platz liegen, wo ich sie hingelegt habe. Wenn du nachher sauber machst, dieses Kissen muss hier liegen. Und dieses Kissen muss hier wieder liegen, mit dem Knick drin. Hast du verstanden? Ja, ja, werde ich machen. Keine Bange, mache ich schon. Ja. Ordnung ist das halbe Leben. Männer, die legen nie viel Wert darauf. So, jetzt will ich Staub wischen. Ja, und ich mache das. Und du machst. Schön. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Sie sind ja so galant, Madame. Da 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 da. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Sie sind ja so galant, Madame. Da 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 da. Ich wünsch, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dieses Wunder wird tausenden Fragen. Ich weiß es, wie einmal ein Wunder geschieht. Und dieses Wunder. Den Mülleimer musst du mal rausbringen, mein Lieber. Der steht da in der Küche in der Ecke. Kann ich ja jetzt gleich machen, ja? Nein, etwas später. Du gehst dann raus, drei Stufen nach oben. Ja. In der Wand ist ein Müllschacht. Den öffnest du und wirfst die Tüte mit dem Müll dort rein. Drei Stufen nach oben, ja, also, ne? Aber die Tüte bringst du wieder zurück. Ja, ja. Hast du verstanden? Ja, ja. Ich mach das dann, ne? Ja, erst machst du dieses fertig. Ja, ja, mach ich. Gerne. Für dich mach ich alles gerne, weißt du. Kontrollieren, ob alles gut gemacht.